Willkommen zurück zu einer neuen horrorhaften Folge Man of Medan. Endlich wieder im Koop-Modus mit Quantum. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze mit einer Bewertung unterstützen würdet. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Oh, wie süß, oder? Was denn? Die kleine Ratte. Ach, die siehst du ja gar nicht, stimmt ja. Wohin bringst du mich? Du glaubst, das sage ich dir? Du schreibst mir doch immer. Ich bin hier gerade unter Deck und erlebe dort heftige Abenteuer mit Ratten und Schätzen und Gold, Geisterpiraten. Also meine Folgen sind immer... Nein, machst du nicht. Die Option gibt's gar nicht. Nein! Ich muss ganz schnell den Joystick bewegen. Ja, aber wahrscheinlich für Conrad. Was? Nein! Du musst Conrad eincremen, weil der ist ein Halbalbino. Er braucht immer, seine Sonnencreme. Du weißt gar nicht, was du tust. Du machst doch bloß, was er dir sagt. Ich versuche hier gerade Danny zu provozieren. Ich mache hier so einen guten alten Mindfuck. Und dann ziehe ich den auf meine Seite, weil ich Fliss bin. Stopp. Waren wir hier nicht schon? Kann mich nicht daran erinnern. Ich bin in der Küche. Ja, da gehörst du hin. Jetzt machen wir Essen. Jetzt, was ist denn los mit dir? Ich hab Hunger. Kann man ja wohl nachvollziehen. Quantum hat Mittagessen gemacht. Ja, also geht doch. Jetzt liefer das bitte unten in den Maschinenraum, wo die echten Männer sind. Du, weißt du, was du kriegst? Du kriegst Haferflocken und Erbsensuppe. Ja, besser als nichts. Ja, und ich krieg aber Rindfleisch in Sahnesoße auf Maisbrot. Das kriegst du nicht, nein. Doch. Steht da. Okay, komm raus. Zeig dich. Für Quantum. Und dann steht bei dir, bei der Erbsensuppe steht für Kies. Ja, solange sie nicht verbrannt ist. Eine Erbsensuppe verbrannt? Ja, du kriegst das hin. Dieser Kahn ist verflucht. Verflucht. Ich habe herausgefunden, dass der Kahn möglicherweise verflucht sein könnte. Ich habe ein Messer, Baby. Und ich habe eine Mütze. Damit habe ich den Kurs aktualisiert. Ja, ich auch. Vielleicht, ja. Ja, du bist nicht der Einzige, der hier Kurse aktualisiert. Aber mit dieser Mütze bin ich... Ich will jetzt kein Wort mehr hören. Immun? Gegen Geister? Das ist eine Geisterschutzmütze. Eine Geisterschutzmütze, die gibt's gar nicht. Wow. Oh, das Ding fliegt hier unten auseinander. Hey, ich habe hier gerade dein Essen gefunden. Bitte, du es ist verbrannt, weil dann hast du es definitiv zubereitet. Ich glaube, das steht schon sehr lange hier. Oh Gott. Oh Gott. Der Typ. Kannst dich dann bedienen. Der Typ ist bestimmt immer noch hier. Ich meine, du stirbst hier und dein Geist bleibt da. Ach was. Du hast keine Ahnung, wovon du redest. Ich höre gerade die fernöstlichen Weisheiten von Danny. Da! Wo sind all deine Freunde? Ich habe keine Ahnung, was der Scheiß hier soll. Aber wir müssen weiter und Olson finden. Los! Ich atme hier sehr viel merkwürdigen Dunst ein, Quantum, der direkt aus der Küche kommt. Muss das so sein? Werd. Ja, dein Essen ist im großen Topf da hinten. Da wo die Ratten herumlaufen. Hältst du ihn warm? Ich habe eine Hand gesehen. Wow. War das erste Mal? Dass ich eine Hand gesehen habe? Ja, weil du so erwähnst. Ja, ich sehe nicht wirklich viele Geister. Ich bin halt... Ach, das kann man gar nicht angucken, das Bild. Der schubst dich direkt weg. Wäre wahrscheinlich der ultimative Hinweis gewesen. Es war ja auch keine normale Hand, sondern... C'est quoi ce bordel? Ich hab hier Särge vor mir. Bei mir dreht Danny gerade durch. Weiß ich, was du da für ein Reality-TV-Drama hast, wenn ich hier Särge hab. Er rennt ums Eck, schießt!
Ich erschreie. Jetzt weint er. Was zum Teufel? Ich habe keine Ahnung, was hier läuft, aber Danny ist gerade einfach abgehauen und durchgedreht. Und verschwunden und seine Mütze liegt da. Es war wohl keine Geisterschutzmütze. Ja, weil es die nicht gibt. Die gibt es. Ich wurde nicht heimgesucht, ha? Huh? Oh, ich habe eine Vision von einem Mann mit einem Stock in der Kutte. Quantum sucht die ganze Zeit irgendwelche Geheimnisse. Ich durchsuche die Särge. Nach Gold. Nach Mandschurei-Gold. Oh, komm, ich mache hier echte Frauenarbeit. Danny, wo bist du? Hallo? Ist da jemand? Komm schon, Danny. Ah, Scheiße! Meine Güte! Fuck! Hast du einen Kontoauszug gefunden da unten im Sarg? Gott. Hui. Das sieht nicht gut aus. Ich bin in irgendeinem riesigen Frachtraum. Mamma mia! Was haben wir denn hier? Du, Julia, geh mir nicht auf meine Nüsse. Wachdienstort Frachtraum 3A. Haben die den nicht erwähnt? Carter Watts. Hm. Um den ging es doch schon mal in irgendeinem Brief. Meine, hier ist wieder eine Leiche. Du weißt, du darfst niemals die Leichen angreifen. Warum nicht? Ich, weil du dich mit den Geistern... Ich greif sie an! Nein, mach das nicht! Er greift sie an! Ich steck einen Finger im Mund! Hör doch auf! Ich hab Geister gesehen, weil du irgendwas da oben getrieben hast. Du erzürnst die Geister mit deinem scheiß Verhalten. Ist nicht cool. Weißt du, man muss ein bisschen Respekt haben vor den Toten. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen, ich bin ja kein Arzt. Indem du deinen Finger in den Mund einer Leiche reinsteckst, ja? Ja. Das ist deine Art, Nummer sicher zu gehen. Dazu sage ich nur Pfui. Oh, ich habe ein Messer gefunden. Aber so ein richtig krasses Messer. Ja, ja, ich habe auch ein Messer gefunden. Nein, so ein Puck hier, der Kurs wurde aktualisiert. Ja, ich habe ein viel größeres Messer gefunden. Ist so ein Dolch. Mein Messer ist viel größer. Aber damit hat man... Das ist eigentlich ein Säbel. Ja, aber meins ist ein Drachendolch. Ich glaube, es hat magische Kräfte. Meins war eigentlich ein Samurai-Schwert. Ja, aber so ein magischer... ein magischer Drachendolch. In der Küche lag ein Laserschwert. Was war hier los? Es gibt keine Beweise für dein Laserschwert, aber für meinen magischen Samurai super krassen Dolch schon. Du, ich finde hier nur Leichen die ganze Zeit und einen geheimen Operationssaal. Ja, dann hör doch mal auf, überall deinen Finger reinzustecken. Ja, der hat eine Gasmaske auf, ich kann meinen Finger nicht reinschmecken. Stecken. Dann nicht eine Gasmaske, ne? Ich habe dauernd Vision. Vision von Brad. Ich glaube, ich bin Brad verliebt. Fliss steht auf Brad. Never. Ich glaube schon. Ich sehe schon wieder Brad. Überall, wo ich hingehe, sehe ich Brad. Kannst du deine Männerfantasien jetzt mal hier kurz in den Zaum lassen? Er ist irgendwie geschwitzt und seine Muskeln sind geschwollen. Eine Kugel gefunden. Der Mann wurde erschossen. Von Google? Eine Kugel. Und kein ich hab Google gefunden. Ich hab Google hier unten im Boot gefunden.
Oh, was ist jetzt los? Oh! Nein, 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 nein! Quicktime-Event! Oh, oh. Zombies! Es sind überall Zombies, Quantum! Oh nein, Fliss! Komm schon, Fliss! Quicktime dich da durch! Oh, ich hab ganz vergessen, du bist ja richtig mies dabei. Hey, Moment, ich bin so selten auf der PS4, die Tasten sind immer anders als bei einem Xbox-Controller, okay? Ach, du, für alles Ausreden. Es stimmt, die sind hier, das sind starker andere Mann, Tasten. Zeig's uns, hab ich eben gerade Trophäe bekommen. Es sind einmal andere Tasten, ich bin es nicht gewohnt. Was in Gottes Namen ist das? Jetzt bist du Brad. Bitte stirb nicht. Oh, ich bin jetzt Brad. Ich bin im Ballsaal. Ich hau jetzt ab. Ich fahr nach Hause. Kannst du das? Könntest du rein theoretisch einfach gehen? Nee, ist eine Sequenz. Hä? Ich habe eben eine Kiste aufgemacht und da ist einfach gar nichts drin. Außer ein Poster. Dieser Ort ist seltsam. Ich habe das Necronomicon gefunden. Oh nein, nicht abschieben. Nicht vorlesen daraus. Ich lese jetzt gleich daraus vor, okay? Nein, 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 du liest nicht aus dem Buch der Toten. Schweigend möge die Kabale sich versammeln. Aus fünf sollen sie bestehen. Fünf von reinem Geist und Körper, drei weiblich und zwei männlich, aber alle von erster Geburt gehüllt in Kapuzen. Siegel. Wisset um die Bedeutung für den Magus und für das spirituelle Wohlergehen. Jünger, das vor dem Fest von Akramahara, Ritual von Tashekra, abgehalten müsst, um zu bannen mit der Macht der Kabale die Dämonen. Das Pentagramm nun zeichnen und an jedem der fünf Primärpunkte stehen. Eine Jungfer der See ihre Sinne berauben, soll in der Mitte des Pentagramms ruhen. Nun Gott sei Dank habe ich hier gerade keine Versammlung Dialoge. Mit dem Schwert in der Hand, voll Inbrunst, ihre Stimme zu der Anrufung des Soras. Wie sie steht, geschrieben. Wir fünf an jedem Ende stehen. Ist das die Bibel jetzt, die du vorliest? Ist sie gut jetzt? Doch können einander die Hände reichen. Pentagramm! Ja, hier steht drin, wie ich den Dämon Mugalgo beschwöre. Mugalgo? Mugalgo, ja, so heißt der. Der Dämon Mugalgo. Da bin ich gerade aufgehoben. Da war ein X, aber da war nix. Vielleicht ein bisschen Mugalgo-Code. Aber ich mag voll gerne Mugalgo. Er ist Mugalgo, ja. Riesenunterschied. Ich hab hier wirklich ein bisschen Mugalgo auf dem Boden. Ey, was soll das? Oh, fuck, das war ich! Ich wollte laufen! Laufen. Nein. Ja, was waren die Taste für Lauf? LB. Ach Gott, wir sind verloren. Hier. Das Ritual von Mugalgo. Wurde ein bisschen schneller gehen. Blutbronn. Ja, mach auf die Tür, Brad. Bist du bescheuert? Oh oh. Oh nein. Oh oh, Quantum. X ist unten. Oh mein Gott, wir sind tot. Hey, das X ist auf dem Xbox-Controller linke Seite zum Beispiel. Hast du gerade deine Lesebrille angezogen, um das herauszufinden? Ich, da. Kann man bereite mich nur vor. Durch? Ich bin in einem absolut perfekt erhaltenen Ballsaal. Ah, wieso hab ich immer die Leichen? Wow. Ich bin im Raum mit voller Leichen. Schön. Bei mir werden so kleine... Was hätten sie im Video von dir gesehen? Oder? Cracker mit Kaviar serviert. Oh, hier ist eine Blutspur.
Komm schon, Fliss, nicht den Kopf verlieren. Bitte nein. Ist es noch warm? Gemälde. Ja, ist noch warm. Ich hab dran geleckt. Okay. What the fuck? Ich hab ne Vision. Wenn du jemals wieder Julia sein solltest und zwei Männer kämpfen, dann sag, sie sollen aufhören. Ist wichtig. Ich hab nämlich an der Tüte der Vision gerochen und hab das gesehen. Ich hab hier einen Spind voller Leichen. Ah! Shit! Oh fuck! Bei Gott, mir ist es eigentlich ein echt nettes kleines Abenteuer, das ich hier durchlebe. Ich hab hier Horror! Ich hab einen Sarg gefunden mit einem silbernen Totenschädel drauf. Und hier ist alles voll mit Blut. Oh mein Gott. Da haben die das Shining-Blut aufbewahrt. Du, ich bin hier im Stress. Na, denkst du, ich nicht? Ich öffne den Sarg und da ist... Ich sperre mich gerade im Klo ein. Da kommt jemand. Ruhe jetzt. Konzentrier dich. Versau's nicht. Oh nein, ich muss drücken. Ja, dann scheiße. Richtig. Also ich muss Knöpfe drücken, nicht weil ich am Klo bin. What? Fliss dreht langsam durch. Wird langsam verrückt. Sie verliert ihren Verstand. Und hast du es geschafft, oder? Ja, im Moment schon. Ich habe die erste Begegnung, habe ich. Bitte keine Leiche hinter dir. Bitte keine Leiche. Die Begegnung mit dem Tod. What the fuck? Aus dem Klo kommt Blut. Ja, was hast du denn da wieder runtergespült? Dann nimm dir halt mal so einen Pömpel und mach dich nützlich. Das war Chili letzte. Letzte noch. Mandschurei-Gold ist gar kein Gold, sondern Gift. Irgendwo ist Gold. Das sagst du nur, damit du kein Gold abgeben willst. Nein. Das, lass die Finger vom Gold. Hier liegt jemand. Es gab gar keine Rituale und sowas. Alles Einbildung. Stromkabel. Geheimnis gefunden. Defekte Kabel. Okay, Moment, es gab auch nie ein Necronomicon. Du hast ja gerade vorgelesen. Ja, das habe ich mir nur eingebildet. Denn das ging um was? Was ist das wirklich? Was ist das hier? Kein Necronomicon, sondern... Ein Kochbuch. Das kann man gar nicht lesen. Tower sind... Chemikalien zu lagern, Schaden nehmen, trocken und mit, zu Chemikalien zu lagern. C, die Fracht muss, ordnungsgemäß markiert, anhand des Fahrbands schnell zu identifizieren ist. Die Ladung ist wegen Verrutschen während der Fahrt zu sichern. Sind nach Inns, Lagerung mit Züwe. Mhm. Ja, das steht da. Ja. Das ist das Necronomicon. Das ist irgendein Frachtbuch. Du kannst Necro-Dingsbums nicht von einem Frachtbuch unterscheiden? Ich war geblendet. Okay? Ich war geblendet. Und der Schrank ist leer. Oh mein Gott. Warte. Einen Augenblick. Holy moly. Dann gibt's wahrscheinlich auch kein Klavier. Es gibt kein Klavier, Quantum. Nur ein Patrouillenfahrzeug der 14. Division. Was zum... Aber wie komme ich hier denn jetzt wieder raus?
Muss ja auch irgendwie einen Weg zurückgeben, oder? Quenny? Ja, wo ist der denn jetzt? Wahrscheinlich der Escort-Service. Hat den wieder angerufen. Ja, das Leben eines Milliardärs. Da kann ich halt, Kinder, da kann ich nicht mitreden. Da kann ich nicht mitreden. Quantum hat ein Bild gefunden? Quantum! Ja, wo ist der denn jetzt? Oh fuck, ich war... Oh mein Gott, ich hatte mich gemutet. Warum? Weil jemand an der Tür war. Warum? Das ist Privatsache. Escort-Service wieder. Ja. Quantum, ich bin hier eingesperrt in einem alten Lagerraum. Mit defekten Kabeln. Ich lebe noch immer. Das ist die Hauptsache. Dann hol mich hier raus. Ohne Witz. Hol mich hier raus. Bitte schnell. So, ich bin hier umgeben von lauter Skeletten die ganze Zeit. Jetzt Ruhe jetzt. Denen wurde die Haut abgezogen. Das ist hier? Wo ist das alles hin? Hä? Jetzt bin ich wieder high? Das ergibt doch keinen Sinn. Jetzt... Wie komme ich hier raus, Quantum? Ja, durch die Tür. Ja, aber die funktioniert nicht. Dann wirst du sterben. Ich bin gefangen in einem extrem luxuriösen Raum. Jetzt bin ich... Was ist jetzt schon wieder? Was zum... Quantum, was hast du gemacht? Ich bin irgendwo runtergesprungen. Da hinten ist ein Mann! Ich sehe einen Kapuzenmann. Nicht von schlagen, mir, Mann! Von mir ist auch ein Mann! Der nicht schlagen! Wir dürfen uns nicht schlagen! Du bist... Ich sehe den Shadow Man mit einer Kapuze. Ich habe ein Messer. Aber ich werde dich nicht angreifen. Ich glaube, der Shadow Man... Nein, ich greife nicht an. Ich greife nicht an. Das bist du, der Zombie bist du gewesen? Hast du angegriffen? Nein. Ich sehe gerade voll durch. Ich habe nur ein Skelett gesehen. Ich habe auch ein Skelett gesehen mit einem Messer vor mir. Ja, ich hatte ein Messer. Ich hatte ein Messer. Du warst der Zombie, den ich gerade gesehen habe. Und du warst der Shadow Man. Und die Folge ist schon wieder vorbei, ne? Oh mein Gott. Ja, und wer ist das jetzt? War hier ein Loading-Ding wenigstens? Ja, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.